ins Ortlermassiv. Juhu! Das ist der Ortler. Über 3000. Boah. Hinten der Reschensee, Münstertal. Wer so ein bisschen verrückt ist, dem können wir alle Tour nur erzählen. Wir beide fahren den Bunker Trail. So, jetzt verlassen wir die drei Länder Enduro Trails. Krass, ey. 1400 Höhenmeter am Stück hoch zur Sesswennerhütte. So, hier Sonne, da Regen. Wir kommen jetzt wieder echt ein bisschen Hikebike auf nassen Felsen. Ah, heftig. Da sind wir hergekommen. Da hockt ein Murmeltier in der Sonne. Zum Ende nochmal hier Flussquerung. Wir müssen jetzt rechts, das ist er nicht. Da kommt auch ordentlich Wasser runter. Bin schon komplett durchnässt. Genau das. Wieder mal, aber ein bisschen was anderes als sonst. Heute nicht einfach nur drei Länder Enduro Trails. Ich erzähle gleich mehr. Jetzt erstmal geht's zur Bergkastellbahn. Jo, Bergkastellbahn. Diesmal seit langem mal wieder mit Rucksack, wie man sieht. Und zwar, weil wir eine hauptsächlich hochalpine Single Trail Rundtour vorhaben. Ortlerrunde. Also es ist nicht wirklich eine Ortlerumrundung, aber halt eine Runde im Ortlergebiet. Jo, mal gespannt. Und jeden Tag tausende Höhenmeter. Es gibt ein paar Mal Aufstiegshilfe, so wie heute in Nauders gleich am Anfang. Die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, die sind aber ein bisschen anders drauf. Die fahren irgendwo hier Piste hoch, während ich in der Bahn sitze. Ich werde auch auf 1500 Höhenmeter oder so kommen oder noch mehr. Und die anderen aber eher so auf 2,5 bis 2,8 oder sowas. Also Ortlerrunde, Tag 1, Etappe 1. Da kommen sie, die Verrückten. Sind es echt die 700 Höhenmeter hier hochpedaliert, anstatt die Bergkastellbahn zu nehmen. Stefan. Servus. Der Julian, der Fried und der Nick. Jetzt geht es zum Einstieg als erstes mal in den Almtrail. Sehr schöner Flowtrail. Und ich bin natürlich jetzt wieder mit Jeffs hier unterwegs für so eine Tour mit viel Hikebike und so. Das ist natürlich nicht mit dem Daumen. Und für die Tour jetzt habe ich mal hinten einen Bobby Nick 2,35 drauf, den ich noch rumliegen hatte. Da unten ist Nauders. Dahin geht es in den Plamour Trail rein. So, auf zur Plamour Hochebene mit Panzersperre. Im Schatten ist noch ganz schön feucht und nass. Hat nämlich ganz schön runtergeschüttet heute Nacht. Mal gucken, wie der Bunker Trail dann aussieht. Panzersperre. Danke. Und der berühmte Reschenseeblick. Hinten das Ortlermassiv am Horizont, da versteckt sich irgendwo die Spitze des Ortler. Ja, geil. Überragend. Sag ich doch. So, jetzt fahren wir beide, fahren den Bunkertrail. Für die anderen ist der jetzt wahrscheinlich eher nichts. In der Almhütte, von der Stieralm fahren sie den Bergkastell runter. Treffen wir uns dann in Nauders wieder. Aber das ist halt cool hier, das einmal zu sehen, wenn man schon da ist. Da ist einer und der andere ist eben da, genau. Im Bunker Trail werde ich, wie gesagt, nur ein paar kurze Ausschnitte zeigen. Gibt es ja mehr als oft genug auf meinem Kanal. Alter! Unfeucht ist es. Ui! Ich fahre jetzt auch, wie gesagt, nicht schnell. Wir haben noch viel vor uns. Ein bisschen ordentlicher Rucksack auf dem Rücken. Und Schlüsselstelle Nummer 1. Oder Schlüsselstellchen. Fried kennt es, wie gesagt, nicht. Ich filme ihn mal. Da unten ist Steinfeld, der Rock Garden. Super. Boah, mit dem Nomad im Juno war ich hier deutlich schneller. Aber ja. Bremse auf. Jawohl. Also Props to Freeze, sehr gut. Mal gucken, dass ich ihn wieder einhole, hey. Ja, interessante Line. Ist ja auch noch nicht gefahren. Geht aber auch anscheinend. Sehr gut. Muss auch sagen, der Fried hat ja schon 700 Höhenmeter in den Beinen vom Hochkurbeln zur Bergstation. Also, ist ja jetzt nicht hochgeliftet, so wie ich. Gucken mit der Linkskurve. Jawohl. Sehr gut. Also gut, die ist ein bisschen entschärft, aber trotzdem fährt er alles hier. Klasse. Geil.
Und wie war's? Ja, war gut. Erste Abfahrt Bunker Trail für den Fried. Und alles gefahren im Prinzip. Ja. Und jetzt geht's zurück nach Nauders und dann Mutzkopf. So, jetzt fahren wir kurz hier am Reschensee vorbei zum Fahrradweg Richtung Nauders. Dann kann man jetzt einfach hier Asphalt runterrollen bis Nauders und da treffen wir die anderen wieder. So, hier an der Bergkastellbahn haben sich die Wege nochmal getrennt. Die anderen fahren jetzt hier, kurbeln selber den Mutzkopf hoch. Ich roll runter nach Nauders zum Mutzkopf-Lift und fahre nochmal Lift. Bin ja nicht bescheuert. So, Mutzkopf-Lift. So, ich fahre jetzt hier schön mit dem gemütlichen Oldschool-Sessel-Lift, während die anderen kurbeln. So, wir sind jetzt oben am Mutzkopf. Ich habe ein bisschen gewartet auf die Pedalierer, aber sie haben es geschafft. Wir haben noch ein weiteres Problem, und zwar hat einer ein Fahrradproblem. Der ist jetzt im Bikeshop, aber wir haben uns jetzt aufgeteilt, die Gruppe, und wir fahren jetzt erstmal weiter. Ein bisschen Gary Kreuzmoos und dann geht es Richtung Schweiz auf irgendwelche Hiking-Trails und so. So. So, ich lasse einen Fried wieder vor. Man muss sagen, der hat halt jetzt 1000 Höhenmeter mehr in den Knochen als ich schon, weil sie halt nicht die Lüfte benutzt haben. Übrigens, Gary Kreuzmoos, überhaupt die Trails am Mutzkopf, sehr lohnenswert. Das sind geil, die empfehle ich immer, weil die oft so ein bisschen untergehen, wenn man hier die Trails fährt. Nur ein kurzes Stück, weil wir dann abbiegen müssen, Richtung Schweiz. Oh, geiler. Sag ich ja. Also der Trail geht da eigentlich weiter, aber wir biegen jetzt halt hier ab Richtung Schweiz. So, jetzt verlassen wir die drei Länder Enduro Trails und es geht hier in die Schweiz. Die Schweiz fängt jetzt gleich hier an und dann geht unsere Route hier über, ja, also Hiking Trails eigentlich. Schweiz ist ja überall Shared Trails, wenn kein explizites Bikeverbot ist. Zum Gedenken an die Gefallenen im Jahr 1799. Napoleon oder was? Müsste es eigentlich hier weitergehen. Oh! Skinny! Oh. Oh, was geht ab? Yo! Schön, der Trail ist hier. Super schön. Oh! Ich fahre die Pfützen immer gerne langsam. Oh, noch nasse Wurzeln. Uiuiui. Hier ist mal sogar ein bisschen so Holzbrücke, North Shore-Element dabei. Nice. Oh shit. Oh, geil. Oh, krass. Geht runter zur Seite teilweise. Irgendwo da unten ist der Inn im Inntal. Geil. Super schön. Herrlich. Das ist Inntal, da kommt der Inn her. So, jetzt sind wir hier unten im Inntal und jetzt gibt es erstmal Espresso. So, da sind wir direkt am Inn und der ist auch ordentlich voll nach den ganzen Regenfällen, ey. Alter Falter. Ey, jetzt sind wir direkt am Inn. Krass, ey. Wow, ey. So, los geht's in die Uina-Schlucht. 1400 Höhenmeter am Stück hoch zur Sesvennerhütte. Irgendwie so. Schon spektakulär. Wir sind eigentlich noch recht weit unten, aber hier ist schon steil, dass wir schon mal angefangen haben mit Schieben. Schwitzt wie ein Wasserfall. Schwüle, heißer Sommertag, irgendwie im Tal war, glaube ich, 29 Grad und ziemlich viel Luftfeuchtigkeit. Ein paar kleine Regentropfen kamen jetzt auch mal. So, das ist leider noch nicht diese Svennerhütte, noch lange nicht. Also entweder macht da jemand viel Krach in der Küche oder wir treffen gleich auf eine Kuh- oder Schafherde. Jo, die Viecher.
da oben ist der Weg in den Fels gehauen durch die Schlucht. Wow. Ansonsten, wenn du das fährst, einmal Schuh absetzen, ist der Schuh im Wasser. Also meine Schaltung, Kette spinnt leider so ein bisschen immer, wenn es steil wird, wenn man mehr reintritt. Da geht's lang. Wahnsinn, sieht das aus, ey. Ach, schöner Single Trail hier ein bisschen hoch. So, hier die spektakulär aussehende Brücke da. Mal gucken, ob es hier geht überhaupt. Oh, sehr eng. Oh. Nee. Ja, das schieben wir mal. Ich glaube, ohne Geländer könnten wir es viel besser fahren, aber mit Geländer ist scheiße. Wow. Boah, wackelt es. Alter, was? Boah. Sketchy as fuck. Da kommt er. Ja. Es wackelt auch. So, erster Hike-Bike-Part, von denen noch einige kommen werden auf der Tour wahrscheinlich. Oh, was? So, hier Sonne, da Regen. Wow. Und irgendwo von da unten kommen wir. Ganz dahin ist das Inntal. Und der hat schon 1000 Höhenmeter mehr als ich. Irgendwo da unten sind bestimmt die anderen. So, hier kommt jetzt wieder echt ein bisschen Hikebike auf nassen Felsen. Das ist für mich jetzt mal nicht Absturzgefahr und so. Und? Ah, heftig. So, man muss auch mal schieben. Man kann ja die ganze Zeit das Bike schultern. Wiener Schlucht. Und hier geht der Weg lang. Wahnsinn. War schon nochmal krasser dadurch, dass es halt so nass ist. Dass der ganze Felsweg hier eigentlich in Rinnsal runterläuft. Und ja, hier die Wiener Schlucht selber ist ja auch fürs Fahren gesperrt. So, ich denke mal, auf der Kamera sieht man gar nicht, wie viel Stockdunkel. Wow. Da kommen wir. Da sind wir hergekommen. Wahnsinn. Und da geht's weiter. Oh. Ich glaube, da vorne ist Licht am Ende der Schlucht. Bei jeder Kurve nach links hofft man irgendwie, dass das jetzt bald mal warm mit den Felsen hochkraxeln. Muss ich nochmal tragen, weil das Schieben über diese Felsen ist so scheiße, ey. Geil! Wow! Wir haben es gleich aus der Schlucht rausgeschafft. Oh. So, ich glaube, hier steht das Bikeverbotsschild, genau. Nach gefühlt Ewigkeiten mal wieder ein bisschen pedaliert. Mal gucken, wie lange. Wow. Ah, ich habe schon Murmeltiere gehört gerade. Einfach nur herrlich. Und wir haben halt auch, seit die Piste ist Ende, ist irgendwie, seitdem haben wir niemand mehr gesehen. Herrlich. Unfassbar schön. Da hockt ein Murmeltier in der Sonne und da auch noch einer. Die haben gerade kommuniziert und gepiepst. Da ist wieder einer, zwei. Oh, shit. Und jetzt nochmal sowas zum Abschluss hier. Uiuiui. Wunderschön, macht auch Spaß, aber schlaucht nochmal. Meinst du, das ist diese Svenner-Hütte? Sieht nicht ganz so aus. Nee, ne? So, jetzt zum Ende nochmal hier Flussquerung. Und hoffentlich nicht gerade am Ende jetzt nochmal nasse Füße kriegen, ey. Wir kommen auch recht spät an der Hütte an, wahrscheinlich gerade so 19 Uhr. Hoffen, dass wir da unsere bestellte Halbpension auch noch kriegen. Hier ist übrigens, das ist die Grenze, jetzt sind wir in Italien wieder. Auf jeden Fall ein Video mit viel Uphill. Morgen dürften dann auch vielleicht spektakuläre Downhill-Single-Trails losgehen, wenn das Wetter mitspielt. Mal gucken, noch Gewitter vorher gesagt und so. Ich glaube, ich gehe hier so über die Steine. Murmeltierhausen, überall. Noch nie so viele rennende Murmeltiere gesehen. Was sagt das Garmin? Ja, das müsste es gleich sein. Oh, herrlich. Geil. Wow. Fuck.
first leg of our 4-day auto circuit nearly done. This short downhill to the mountain hut. Irgendwie bin ich jetzt ins Englische gerutscht. Also, aber ihr habt es ja auch verstanden. Da ist er, diese Svenna-Hütte. Ja! Also ich denke mal. Weil wir müssen jetzt rechts, das ist er nicht. Geil. Ja. Yes! Yes! Yo! Alter, alles so Cross-Country. Sind alle schon seit 5 Stunden hier. Ähnlich. Geil, Mann. Massive Respect. Du hast einfach nochmal 1000 Höhenmeter mehr. So, das ist jetzt immer heute. Geil. So, heute war eigentlich eine Etappe mit erstmal Heike-Bike geplant auf 2850 Meter Höhe, irgendwo da hoch. Das wird jetzt eher nichts. Das heißt, heute machen wir eine Alternativroute, einfach Piste runter und dann Piste und Asphaltstraße hoch zur nächsten Unterkunft. 800 Höhenmeter hoch, 30 Kilometer. Wird nass genug, aber da hoch jetzt, das ist nichts. Zumal es auch irgendwann noch Gewitter geben könnte. So, wir müssen jetzt wohl oder übel los, weil es wird nicht weniger. Und dann müssen wir irgendwo da runter. So lang sollte unsere Alternativroute eigentlich nicht sein, aber wir werden komplett durchnässt sein, das ist jetzt schon klar. Juhu! Yay! Yeah. Gute Laune! Und bei dir auch, ja? Yay! Yeah. Da kommt auch ordentlich Wasser runter. Und wir fahren immer weiter hier durch die Suppe durch. Ich bin schon komplett durchnässt. So, es hat aufgehört zu pissen. Im Moment erstmal. Toi, toi, toi. Wir sind mittlerweile im Uphill Münstertal hoch. Nachdem wir 1400 oder so tiefen Meter Piste und Straße im strömenden Regen runter sind, komplett durchnässt. War geil, oder? Ja, super. Jetzt haben wir hier gerade noch mal den letzten Anstieg, so 400 Höhenmeter hoch. Eben sogar ein bisschen in der Wolke gefahren im Prinzip. Da ich die ganze Zeit nass. Aber hoffentlich nicht mehr so lange. Ich glaube, das ist der Ortler. Hier ist echt hochalpin, über 3000. Das ist natürlich unfassbare Atmosphäre hier jetzt, wenn ich mal die Fresse halten würde. Extrem gute Erfahrung mit Eigenurin. Jetzt wird erstmal kurz gefistet, Mann.